Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Und ja, wir stehen ja da immer noch in irgendwo in Italien auf dieser Tankstelle. Und ja, ich habe schon einen Auftrag angenommen. Und zwar fahren wir nach, da mal in die Stadt. Aber das Problem ist halt, dass wir zuerst da, rauf müssen. Ey, was ist denn jetzt passiert? Was soll das? Ich bin gerade nur am Schalthebel angekommen. Mein Gott. Gleich der LKW tot, na super. Na gut. Was ist jetzt passiert? Ach so. Wie mache ich die weg, die? Na, ist egal. Ich würde aber sagen, dass es für euch nicht ganz so langweilig ist. Sehen wir uns dann in der Stadt wieder. So, wir sind jetzt da in der Stadt angekommen. Ja. Zeige euch dann gleich, wo es hingeht. Aber ich hoffe, dass wir dort sind. Also dann. Naja, ich glaube nicht, dass sich das ausgehen wird, halt bevor es finster wird. Aber ich glaube, das geht sich nicht aus. So, GMT, das ist da, wo wir hin müssen. Ja, den habe ich auch noch. Den Retarder. Dann müssen wir. Gott, sind das viele Kreisverkehre. So, und wir müssen dann. Ah ja. So, ich habe nämlich keine Ahnung, was das für eine Taste am Lenkrad ist, deswegen. Ja. Diese Autos da. Da runter. Und ich kann leider kein Italienisch, also ich kann das nicht aussprechen. Aber wir fahren da halt runter. Und das sind unsere Autos. Die wir da jetzt erstmal anhängen müssen. Und was mir aufgefallen ist, es hat sich, wenn man da mal schaut, bei dem Zieldingsdibumse, das ist jetzt nicht mehr da unten in dieser Leiste, sondern das ist da jetzt oben. So, das müssen wir bis darüber. Ja, genau. So, das schaut cool aus. Da machen wir gleich mal. Zack. Einen Screenshot. Dann habe ich gleich ein Thumbnail. Und dann tun wir mal das wieder rein. Außer wir finden irgendwo am Weg noch eine coolere Stelle.
So, und jetzt will ich da mal kurz stehen bleiben nochmal. Mal schauen, wir fahren. Es sind halt nur 230 Kilometer. Weißt du was? Wir werden da fahren. Fahrzeithöhe, okay. Weil dann machen wir das ein bisschen interessanter, weil ja, die Autobahn da runterfahren, das kann ja jeder. Aber ich würde mir ganz gern anschauen, wie die das mit den Landstraßen da gemacht haben. So, dann fahren wir da mal raus. Rüberschauen habe ich ja da, genau. Passt. Da ist ja nicht wirklich viel los. Also rein theoretisch wäre ich zwar, hoppala, ja, aufpassen, wo ich hinfahre. Rein theoretisch wäre ich online. Aber ja, irgendwie ist da kein Mensch. Oh, und bei mir, beim Namen steht noch G29 plus Shifter. Das stimmt mittlerweile auch nicht mehr ganz. Ups, das war jetzt ein bisschen zu viel Bremse. Weil es ist ja ein G27 jetzt und kein G29 mehr. Das habe ich ja nur vom Konsti gehabt. Ist auch schon ewig her. Das habe ich nie geändert. Das könnte ich vielleicht auch irgendwann mal machen. So, und ich überlege gerade, ob es vielleicht intelligent wäre, vorher noch tanken zu gehen. Aber rein theoretisch haben wir noch 630 Liter. Und eigentlich sollte das reichen, da müssen wir nicht jetzt tanken gehen. Dann können wir gleich fahren. Hey, da sind Spieler. Mal was Neues, lul. So. Da Maut. Tun wir natürlich das Ticket nehmen. Und dann, ja, ein bisschen haben wir jetzt Autobahn, aber das ist nicht ganz so viel. Und dann haben wir eigentlich eh Landstraße. Und die ist auch ein bisschen, ja, interessanter, was ich gesehen habe. Und was ich auch gerade sehe, ist, dass das ziemlich laut ist sogar. Warte mal, wo ist Lichthupe? Ah ja, genau. Passt, das weiß ich also auch noch. Ja, vor der Lautstärke. Schau gerade. Naja, eigentlich geht's. Ein bisschen leiser machen da. Für euch sollte es eigentlich halbwegs passen, hoffe ich. Dann konzentrieren wir uns da mal auf die Straße. Und ein bisschen auf die Landschaft. Weil ich hoffe, dass das neue, die neuen Sachen, dass die alle ein bisschen, ja, hübscher sind, was Landschaft angeht. Die 60 gelten für uns natürlich nicht. Das ist die Geschwindigkeit für alle anderen. Aber wir dürfen natürlich schneller fahren, deswegen fahren wir 110. Und da ist auch schon eine recht interessante Brücke. Okay. Ja, da fahren wir jetzt dann wieder runter von der Autobahn. Weil nur Autobahn ist ja langweilig.
weil das kann ja jeder geradeaus fahren oder eventuell in der Kurve umfliegen, das kann ich ziemlich gut. So. Kommt eh kein Mensch. Das ist praktisch, da kann ich auf die Karte schauen, ob wer kommt. Dann haben wir da Mordstation. €10, also nicht so viel. So, dann bin ich jetzt gespannt. Das ist ja ein Kreisverkehr. Da fahren wir wieder raus. So, da haben wir den nächsten Kreisverkehr. Ah, mit einem 50er durch den Kreisverkehr, das geht schon. So. Let's go. Okay, also das mit den Kurven umkippen, das können wir auf der Landstraße ja trotzdem machen. Okay, also machen wäre vielleicht doof, aber es wird theoretisch funktionieren. Aber so sehen wir wenigstens ein bisschen was von der Landschaft. Es wird zwar dann bald finster, aber ja. Kamera wechseln war, glaube ich, da. Ja, genau. Schaut nämlich vom Prinzip her auch recht schön aus da. Rein war er wieder da oder auch nicht. Muss ich halt das so machen. Dann nehme ich da ein kleines Navi. Da war ja unser Waypoint. Kleine Ortschaft. Und da dann wieder weiter Landschaft. Okay, und das dürfte da jetzt ein bisschen nach oben gehen anscheinend. Oder was auch immer da passiert ist während dem Straßenbauen. Das ist aber interessant. Ui! Hoppala, I'm sorry. Das war jetzt ein... Maus und Lenken gleichzeitig, das ist nicht ganz so eine gute Kombination. Weil eigentlich wollte ich da schauen, warum das da so ausschaut. Ist höchstwahrscheinlich wegen dem Höhenunterschied. Aber das finde ich auch cool, dass man da überall so verteilt in der halt eigentlich ja verteilt auf der Straße so kleine Ortschaften hat, die einfach auf der Karte nicht mal angeschrieben sind. Aber das ist auch cool, da so dann zum Durchfahren. Aber ich finde es irgendwie schade, dass es so wenig los. Obwohl doch eigentlich relativ viele Spieler online sind auf dem Server gerade insgesamt. Es sind, glaube ich,
Von 4500 sind es, glaube ich, 3600 oder irgend sowas. Also schon gar nicht mal so wenige. Aber da ist halt einfach nichts los. Ja, aber landschaftsmäßig? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich zurückkomme. So. Schaut schon ganz, ganz nett aus eigentlich. Das Problem ist, wenn ich irgendwie mir was anschauen will, dann konzentriere ich mich nicht mehr auf die Straße. Das ist beim Fahren ein bisschen weniger optimal. Da kommt uns ja im Moment sowieso keiner entgegen, also ist das nicht ganz so schlimm, wenn wir da jetzt in die Kurven mit dem Hänger ein bisschen rüberkommen. Das schaut da schon recht cool aus, muss ich sagen. Ja, da müssen wir ein bisschen rüber, weil sonst... Ja, fahren wir im Gemüse mit unserem Hänger. Können wir ja von da ein bisschen fahren. So. Ist halt schwierig, weil ich nicht so viel sehe, aber ja. Schaut auch ganz cool aus. Aber das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass wir da über die Straße gefahren sind, weil das ist ein bisschen, ja, was anderes als eine Autobahn, weil das kann ja jeder fahren. Wenn wir jetzt nur mehr 100 Kilometer bis zum Ziel haben. Ja, und das war's, glaube ich, auch schon mit der Strecke da. Weil da vorne sehe ich schon einen Kran und ein Hochhaus und eine Autobahn. Aber war ja auch mal was Schönes da. Ein bisschen auf die Tube drücken da. Haben wir da schon Kreisverkehr? Oh. Na, das war jetzt ein bisschen durchs Gemüse. Warum genau bin ich jetzt wieder drinnen? Da habe ich gar nichts, wo drauf drückt. Das war vielleicht unabsichtlich. So, jetzt haben wir wieder Autobahn. Bissel. Aber jetzt ist eh finster. Beziehungsweise es wird dunkel, also man sieht dann ja gar nicht mehr so viel. Ja, das ist zwar zart, wenn man nicht mehr so viel sieht, aber ja, ich kann die Uhrzeit leider nicht verstellen. Kann nur... Oh, nein. Da, ich kann nur ein Licht aufdrehen. Obwohl wir das, glaube ich, gar nicht brauchen werden. Naja, obwohl.
Es ist ja doch nicht alles beleuchtet da. Wenn wir natürlich abdrehen, wenn wer herkommt. Ja, eigentlich brauchen wir es nicht. Das ist ja jetzt noch nicht so dunkel. Wir haben jetzt noch 40 Kilometer. Und ich glaube, das ist sich ganz gut ausgegangen mit der Folge, würde ich sagen. Und ja, also ich glaube, wir werden da schauen, dass wir nicht ganz so viel Autobahn fahren. Weil man gesehen hat, dass sich's auch lohnen kann, wenn man vielleicht ein bisschen den Umweg fährt. Weil wir haben ja keinen Stress, also von dem her alles gut. So. Dann haben wir 13 Euro Mod. Ah ja. Denk mal jetzt so irgendwie, naja, macht er gerade nicht auf. Oh, da können wir her. So, da habe ich es auch schon kurz gesehen und man sieht es auch schon auf der Karte, das Ziel. Und da sind wir jetzt noch schon in der Stadt und bei einer Ampel. Okay, das ist wieder mal ein bisschen zu früh stehen geblieben. Aber die Städte sind, muss ich sagen, aber auch schön gebaut. Und vor allem auch unterschiedlich. Also das ist nicht irgendwie so zart, dass man, weiß ich nicht, in eine Stadt reinfährt und die exakt genau gleich ausschaut wie die andere. Sondern dass sie da auch wirklich verschieden sind. So, und wir müssen da vorne dann... Oh, da schon. Kann ich nicht fahren. Wie es ausschaut, nicht. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Jetzt mit ein bisschen mehr ausholen. Ein bisschen gerade. Ja, passt schon. Schaut auch cool aus da. Also manchmal geht er dann einfach in die ins Fahrerhaus wieder zurück. Ah.
Das ist quasi. Da ist jetzt erst die Spedition und das davor. Ich hab's schon wieder vergessen. Dass wir einen Anhänger haben. So, jetzt aber. So, und jetzt müssen wir da den da irgendwie reinfädeln. Das könnte jetzt ein. Ey, stopp. Auch eine Challenge werden. Oh, das, sorry, bin ich am Mikrofon angestoßen. Fast. Nein. Gott, was stellst du denn auch den Container da so? Jetzt machen wir einen Burnout. Ganz toll. Ich häng da fest. Ja. Ja, warte mal, da würde Differentialsperre einen Sinn machen. Boah, komm schon, du schaffst das. Ja, passt. Hat er immerhin 730 PS, das Ding? Und jemanden, der nicht fahren kann. Ach komm schon. Ich will doch nur den Anhänger da reinbringen. Eine Ewigkeit später. Also, recht schön worden ist im Endeffekt dann auch wieder nicht, aber lass mal stehen. Was? Sehr schön. Und dann können wir auch gleich schauen wegen für uns so genau. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Richtige Richtung, aber ein bisschen zu weit. Rom. Ah, das ist alles schon zu weit. Warte mal. Also entweder darauf oder nach Rom. Rom ist halt nur Autobahn. Das ist auch nicht wirklich interessant. Ja, man sieht eh, was schönere Straßen sind und was nicht. Alles, was so ein bisschen wiggle-woggle ist. Glaube ich, schöner zum Fahren, also von der Landschaft her. Schöner zum Fahren ist natürlich die Autobahn, aber das ist langweilig. Na, dann fahren wir so. Gut, passt. Hätten wir das auch? Dann will ich da wieder raus. Und da stellen wir mal ab. Ja, würde ich sagen. Hä, ich habe gerade die, unabsichtlich, keine Ahnung, wie habe ich denn das jetzt geschafft? Die Mikrofonlautstärke verringert, weil ich denke mal gerade so, warte mal, irgendwas ist da gerade komisch. Na gut, aber das ist jetzt, glaube ich, eh nur jetzt gerade gewesen, oder? Ja. Okay. Passt. Na gut, ja, aber dann würde ich sagen, ja, was ist für diese Folge? Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.